Beim Bergen hilft groß, meist klein. Hierbei steht man selten vor größeren Herausforderungen. Als Grundregel sollte aber gelten, das Fahrzeug, das zieht, stellt auch die Bergeausrüstung, denn die Materialien des kleineren Autos sind wahrscheinlich zu schwach dimensioniert für die Kraft des größeren. Des Weiteren muss man entscheiden, ob man mit statischem oder elastischem Bergematerial arbeiten will. In unserer Kiesgrube bieten sich die Kinetikseile an, da der havarierte Wagen nicht sehr kraftschlüssig im Sand feststeckt. Anders sehe es bei klebrigem Lehmboden aus, denn dann sind die auftretenden Lasten schwerer einzuschätzen und die Möglichkeit, etwas zu zerstören, ist ungleich höher. Für eine gute Spurtreue verteilen wir die Kräfte am Mitsubishi auf zwei Punkte. So bleibt er auch nach dem Freikommen gerade hinter dem Zugfahrzeug. Ebenso nutzen wir eine 2-Punkte-Lastverteilung am Toyota. Das Kinetikseil wird dann sauber in großen Schlaufen ausgelegt. Mehr als ein Drittel der Länge sollte man aber nicht zum Schwungholen nehmen. Das Zugfahrzeug sollte beim Anschleppen auf den letzten Metern im zweiten Gang plus Untersetzung beschleunigen. Mehr als 20 km/h sind aber nicht nötig. Das havarierte Auto unterstützt mit eigener Motorleistung. Ist das Manöver geglückt, nicht abrupt abbremsen, sondern ausrollen lassen. Beim Bergen mit einem statischen Seil oder Gurt verzichtet man auf den extra Kick Energie, doch bei einem schwereren und kräftigeren Zugfahrzeug ist der auch gar nicht nötig. Kontrolliertes, langsames Bergen ist hier das Mittel der Wahl, gerade beim Rückwärts herausziehen. Übrigens, das Zugfahrzeug sollte immer möglichst im Vorwärtsgang bergen, um das eigene Getriebe zu schonen. Als die Verbindung steht, fährt der Steyr im zweiten Gang mit Untersetzung langsam vor. Kommt Spannung auf den Gurt, beherzt Gas geben. Achtung, nie mit schleifender Kupplung bergen. Gute Kommunikation ist hier außerdem vonnöten. Sobald der Havarist frei ist, gibt er ein Signal und lässt den Wagen ausrollen. Bei zwei gleichschweren Autos steigt das Risiko, dass sich der Helfer ebenfalls festfährt. Übrigens kommt es hier weniger auf die Anzahl der PS unter der Haube an, sondern vielmehr auf das tatsächliche Gewicht und die Reifengröße. Senkt man beim Zugfahrzeug den Reifenluftdruck, kann das schon den entscheidenden Unterschied machen, denn jetzt kann es mehr Kraft auf den Boden bringen. Auch ein Kinetikseil kann den Ausschlag bei gleicher Tonnage geben, denn es ermöglicht den Extraimpuls für das Zugfahrzeug. Das Seil sollte bei beiden idealerweise mittig angeschlagen werden, so kann der Havarist besser mitlenken. Bei langsam beschleunigenden Autos wie dem 10-Tonner MAN können bis zu 50% des Kinetikseils lose ausgelegt sein. Jetzt kommt es drauf an. Im zweiten Gang mit Untersetzung und etwa 20 km/h versucht der MAN den Steyr freizuziehen. Schon im ersten Versuch klappt es und das erstaunlich entspannt. Sehr schönes Manöver, ich bedanke mich. Beim Test mit einem statischen Gurt sah es da schon nach deutlich mehr Arbeit für beide Lkw aus.
Auch der Land Cruiser und der Iveco sollen das Bergen mit statischem Gurt ausprobieren. Gerade in diesem Fall auf einem locker aufgeschütteten Weg mit Wasser auf beiden Seiten ist das kontrollierte, langsame Manöver die bessere Wahl. Denn wer hier abrutscht, versenkt sein Auto im überraschend tiefen Wasser. Die Kraft beim statischen Bergen ist deutlich geringer als beim Manöver mit Kinetikseil. Dennoch ist ausreichend Reserve bei den Materialien angebracht. Übrigens, auch so ein statischer Gurt dehnt sich um bis zu 7%. Nachdem der Gurt auf Spannung gebracht wurde, zieht das vordere Auto gleichmäßig im zweiten Gang und Untersetzung an, ohne dass die Räder zu stark durchdrehen. Der Havarist unterstützt wie gewohnt. Auch wenn er frei ist, sollte man vorher absprechen, bis zu welchem Standort geschleppt werden muss, bevor er gleich wieder festsitzt. Im nächsten und letzten Teil unserer Bergenserie geht es um das Anschleppen von schwereren Fahrzeugen und wie das Manöver funktioniert, wenn man mehr als einen Helfer hat.